Mein Name ist Michael Focken, Firma Rosenthal. Wir haben das Gerät heute hier aufgestellt und ich halt darf es Ihnen noch einweisen. Im Prinzip ist dieses Gerät ganz einfach anzuhaben. Ich fange einfach mal vom Äußeren her an. Das heißt, wir haben hier vorne die Front mit diesem Display, wo Sie alle möglichen Schritte sehen können. Sie haben an der Seite einen An- und Ausschalter und natürlich das Wichtigste, die Kamera halt eben zum Sterilisieren. Anfänglich, logischerweise, machen wir das Gerät einfach an. Wir drücken einfach den An-Ausschalter. Das Gerät fährt hoch. Das hören Sie halt eben mit verschiedenen Piepstönen. Sie sehen halt eben Symbole, die einzeln angestrahlt werden. Das ist der Selbsttest des Gerätes. Noch ein Piep hören wir und dann halt eben ist das Gerät auch soweit fertig. Jetzt sind hier schon verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Das heißt, Sie können sehen einmal den Fehler, der Ihnen anzeigt, wie viel Sie schon sterilisiert haben und wie viel davon auch in Ordnung war von diesen Durchgängen. Die Stand-by-Einstellung von dem Gerät, in diesem Fall ist sie auf hoch eingestellt. Und natürlich Uhrzeit und Datum. Das Symbol, was Sie unten blinken sehen, ist halt eben direkt das Symbol, dass das Gerät kein Wasser hat. Hier natürlich müssen wir als erstes Wasser einfüllen. Dieses muss natürlich destilliert sein. Die Lieferung fangen bei dem Gerät, haben Sie einen Füllungskanister. Die haben wir schon befüllt mit destilliertem Wasser. Einfach die Türe öffnen. Sie sehen einfach unten dann zwei Anschlüsse, einmal zum Ablassen des Rauchwassers und zum Einlassen des Frischwassers, was wir jetzt auch durchführen. Den Anschluss nehmen, einstecken und Sie können den Kanister ganz einfach hier oben platzieren. Meine Bitte, bitte auch nur etwas öffnen, damit etwas Luft ziehen kann. Schauen, ob Luftblasen sich hier entwickeln. In diesem Fall haben wir auch keine. Das hält mir ein bisschen nach und dann befüllt ihr auch schon. Während das Gerät nun befüllt, einige Angaben zum Innenraum. Halt eben das drehbare Drehgestell, wo Sie dann bis zu 3 Drehkassetten auch einlegen können. Gut, der Kanister ist nun weiter am Wasser lassen, sage ich jetzt mal. Wir sehen nach wie vor hier oben das Symbol blinkt noch, jetzt gerade eben nicht mehr. Das heißt, jetzt könnten Sie theoretisch schon sterilisieren. Wenn das Symbol gerade verschwindet, haben Sie eigentlich genau für einen Zyklus genügend Wasser im Gerät. Das Gerät selbst fasst ca. 4,7 Liter Frischwasser. Das wäre in diesem Fall, wenn wir jetzt wenn wir den Kanister nicht ganz füllen würden, das heißt dann hier eine Einteilung auf dem Kanister mit maximal 2,5 Liter. Ich würde Ihnen empfehlen, Sie gehen bis zu 2 Liter und machen halt eben davon 2 Kanister in das Gerät hinein. So haben Sie also locker für 6 bis 8 Zyklen genügend Wasser im Gerät. Um einfach den Kanister runterzunehmen, einfach nach unten lassen, dass das Restwasser, was im Schlauch sich noch befindet, abfließen kann in den Kanister. Und Sie können ganz einfach dann mit dem Drücken dieses seitlichen kleinen Knopfes diesen Schlauch einfach entnehmen und wie Sie sehen auch ohne Wasser zu verlieren. Jetzt haben Sie eigentlich auch alle Vorbereitungen getroffen, um schon sterilisieren zu können. Nochmal kleine Wiederholung, das Gerät also einschalten, prüfen, ob Wasser drin ist und natürlich erst die Drehs reinschieben. Zum Display selber. Hier also in das Display noch einmal mit diesen Angaben, wie am Anfang schon erwähnt, und den 4 Knöpfen mit den einzelnen Bedeutungen. Das heißt, der Startknopf zur Rechten, der Plusknopf zum Anwählen Ihrer Programme. 4 davon wären eingestellt, das heißt das Poröse, das Hohle, das Feste und das Notprogramm. Oder halt eben mit der Minustaste können Sie wählen zwischen dem Vakuumtest oder auch Helix- und Boiediktest. Um das Display wieder zum Anfang hinzubekommen, einfach nur die linke Taste drücken oder auch Setup-Taste, wo Sie später auch Datum und Uhrzeit einstellen können. Wenn also zum Beispiel Sie sterilisieren möchten, machen Sie das Gerät an. Sofern kein Wassersymbol da ist, muss auch erstmal nicht befüllt werden. Sie legen Ihre Instrumente hinein. Wählen das Programm, was für Sie auch validiert worden ist, bitte, denn damit sollten Sie auch arbeiten. Wir gehen mal davon aus, es ist das erste Programm. So drücken wir einmal die Plus-Taste, 134 Grad porös und würden jetzt starten. Kommen wir halt eben zur Beladung des Gerätes. Hier ist wichtig als erstes natürlich, das Gerät nicht zu überladen, dass natürlich leichte Teile nach oben sollten und schwere Teile unten liegen. Weiterhin natürlich ist auch zu beachten, bei eingeschweißten Instrumenten, dass, wie halt in diesem Beispiel hier, die Folie nicht überlappt bei diesem Drehgestell, also nicht raushängt zu weit oder auch nicht gestapelt wird natürlich. Wenn halt eben auch mehrere Folien reingelegt werden, natürlich darauf achten, dass Folie auf Folie oder auch Papier auf Papier kommt. Wenn wir es also dann gelegt haben,
einfach in das Gerät hineinlegen. Wichtig halt eben, dass Sie bei jeder Charge, wenn Sie sterilisieren, auch den passenden Indikator beilegen. Die Firma Rohstental liefert Ihnen bei der Anlieferung des Gerätes jetzt in diesem Fall gratis dazu die Indikatoren der Firma Sterikop. Wir haben einmal diesen Steam-Sensor für feste Instrumente und den Helix-Test, den SMOLC für Hohlrauminstrumente. Wie gesagt, wenn Sie festes Instrumentarium sterilisieren, einfach den Steam-Sensor einlegen, der halt eben drei Faktoren benötigt, um umschlagen zu können. Das wäre halt eben die Zeit, die stimmen muss, der Dampf und natürlich auch die Temperatur, die richtig sein muss. Dann sollte er eigentlich von der Farbe, sag mal jetzt vom Bläulichen her, nachher auf Pink, Lila umschlagen, um wirklich dann anzeigen zu können, dass die Charge auch in Ordnung ist. Hingegen, wenn Sie Hohlrauminstrumente sterilisieren, sollte der SMOLC eingelegt werden. Dies ist ein Einweg-Helix-Test, bekannt vielleicht auch sind Helix-Tester, die halt eben mit Schläuchen da sind, wo Sie eigens Indikatoren einlegen müssen, wo Sie diesen Schlauch zuschrauben müssen, etc. In diesem Fall halt eben einfach nur dieses Teil nehmen, mit einlegen und sterilisieren. Also Fehler sind hier schon mal ausgeschlossen. Nach dem Sterilisieren ganz einfach nur dieses Produkt entnehmen, einfach nur an der Lasche öffnen und Sie haben hier hinter dann einen Indikator, der halt eben dann schwarz umschlagen müsste und damit anzeigen kann, dass die Charge in Ordnung ist. Hierzu liefern wir Ihnen natürlich auch eine kleine Übersicht in Form einer kleinen Folie, woran Sie erkennen können, welcher Indikator am besten geeignet wäre für welches Produkt, das Sie sterilisieren möchten. Wenn das Gerät also fertig beladen ist und auch der richtige Indikator eingeladen wurde, gehen wir einfach hin, schließen die Tür, drücken diese etwas an, sodass ein kleiner Mechanismus unten erreicht wird, dass hier etwas einrastet. Sie kann auch noch geöffnet werden, um noch beladen zu werden natürlich. Wir drücken diese also an, wählen unser Programm mit der Plus-Taste, in diesem Fall wäre das 134 Grad Puls. Mit der Starttaste können wir es dann starten. Die Tür wird dann durch den Türmechanismus herangezogen und verriegelt. Natürlich können Sie auch ein Programm nach Start des Programms unterbrechen manuell. Wichtig bitte ist doch jedoch hier, weder den Stecker einfach rauszuziehen, noch das Gerät einfach auszuschalten. Bitte drücken Sie hierfür die Starttaste ca. 3 Sekunden. Das Gerät kann dann hinunterfahren und auch Druck, der sich eventuell schon innen aufgebaut hat, kann ausgeglichen werden. Das kann einige Sekunden dauern, aber Sie können dann ganz einfach das Gerät wieder öffnen. Unter dem Display finden wir den eingebauten Drucker des Gerätes. Diesen können Sie ganz einfach so sehen, indem Sie die Klappe nach vorne schwenken. An das Papier selber kommen Sie ebenfalls sehr einfach dran, indem Sie den kleinen Knopf hier drücken. Eine weitere Klappe öffnet sich und Sie können die Rolle entnehmen, wechseln oder bei einem kleinen Papierstau auch eben selbst ganz kurz beheben. Hier ist zu beachten bitte, dass dieses Papier nirgends eingefädelt wird. Einfach nur nehmen, über die Klappe und die Klappe schließen. Papier kommt die Klappe entgegen und Sie können dann wieder ganz normal den Drucker benutzen. Den Druck erhalten Sie jeweils immer nach Beendigung des Programms. Dies geht dann so, dass Sie ein Signal bekommen, dass das Programm abgeschlossen ist und die Türe jetzt geöffnet werden kann. Erst nach dem Öffnen der Türe wird auch ein Aufdruck nach dem Sterilisieren erfolgen. Wie auch jedes gute und teure Haushaltsgerät sollte so ein Steril natürlich auch vernünftig gepflegt und gewartet werden. Dies erreichen Sie schon mit einer Kleinigkeit oder einem kleinen Aufwand eigentlich nur. Täglich wird empfohlen, den Vakuumtest einmal durchzuführen, am besten natürlich morgens vor dem ersten Sterilisieren. Dazu einfach nur nach Starten des Gerätes bitte nichts in das Gerät hineinlegen, also eine Leerkammer soll es sein. Einmal die Minustaste drücken, bis Vakuumtest erscheint und bitte einmal starten. Das bitte, wie gesagt, täglich jeden Morgen als erstes. Weiterhin können Sie täglich dann das Gerät von innen natürlich aufheben. Das heißt, die Kammer und auch die Tür. Hierzu können Sie am besten einen fusselfreien Baumwolllappen nehmen, den mit destilliertem Wasser etwas tränken. Die Kammer bitte einmal vernünftig durchwischen und auch die Türdichtung gut abwischen, um halt eben Reste oder Verschmutzungen, die nicht sein könnten, auch hiervon zu entfernen. Dann kommen wir halt eben zur wöchentlichen Pflege des Gerätes. Hierzu haben wir halt eben einen Kammerfilter. Den Kammerfilter selbst finden Sie hinter dieser kleinen Abdeckung, die Sie ganz einfach entnehmen können. Mit einem Schraubendreher oder Schlitzschraubendreher können Sie diese kleine Schraube ebenfalls lösen. Bis halt eben lose ist.
dann einfach nur herausnehmen. Sie finden dann hier den kleinen Kammerfilter. Man kann es vergleichen mit einem Flusensieb einer Waschmaschine. Man kann ihn so reinigen oder halt eben auch einfach nur herausnehmen, so dass dieser auch sauber ist natürlich. Ist er gereinigt, einfach wieder hineindrücken in das kleine Gestell. Ebenfalls wieder in das Gerät und mit dem Schraubenzieher einfach festdrehen. Weiterhin zur wöchentlichen Pflege gehört das Kontrollieren des Sicherheitsventils. Das finden wir am hinteren Teil des Gerätes, nämlich hier. Einfach eine Messingschraube, die Sie einfach nur aufdrehen, und zwar so lange, bis Sie ein klackendes Geräusch hören. Einmal, am besten dann noch einmal, und das war's. Und Sie ziehen dann wieder die Schraube zu, das heißt einfach nur wieder zudrehen, handfest, und somit wäre auch dann diese Sache gepflegt. Zum guten Schluss kommen wir jetzt zu der monatlichen Pflege. Das ist eigentlich ganz simpel. Sie haben hier Ihre Druckeraufbau, den mikrobiologischen Filter. Hier bitte monatlich kontrollieren, ob der Filter sich stark verfärbt hat. Das erkennen Sie daran, dass meistens im mittleren Punkt sehr, sehr schwach, sehr dunkelgrau dieser Filter ist. Im Normalfall sollte der Filter alle halbe Jahre komplett gewechselt werden. Einen zweiten ist noch, oder finden Sie noch im Lieferumfang. Ansonsten halt eben sind die nachzubestellen bei Firma Groß, kein Problem. Sie entnehmen ganz einfach dieser Filter, wenn Sie kontrollieren möchten oder wechseln möchten, durch herausdrehen. Bitte natürlich dann keine Charge laufen lassen. Das Gerät soll natürlich vorher im Wartezustand sein oder ganz aus sogar. Den neuen Filter einfach nur nehmen und wieder einfach reindrehen, auch wieder handfest bitte. Und schon können Sie das sterilisieren. Das waren die Pflegehinweise und Wartungen, die Sie selbst vornehmen konnten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die von MOCOM vorgeschriebenen Wartungen, die einmal im Jahr anfallen, von einem akkreditierten Kundendienst durchgeführt werden sollten. Hier kann ich Ihnen empfehlen, die Wartung zusammen mit einer Revalidierung durchzuführen, die ja auch einmal jährlich empfohlen wird. Hierdurch sparen Sie Ausfallzeiten und haben eigentlich einmal im Jahr das Gerät komplett gewartet und revalidiert. Für weitere Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen, stehen Sie natürlich gerne zur Verfügung. Ein einfacher Anruf, eine E-Mail oder ein Fax genügt aus und wir helfen Ihnen gerne weiter. Ans Herz legen möchte ich Ihnen zuallererst natürlich noch das Handbuch, was dem Gerät beiliegt. Dieses bitte auch etwas gründlicher nochmal durchschauen, denn auch hier finden Sie Tipps zum Beladen oder bei einer eventuellen Störung auch, wie diese einfach zu beheben ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß.